Einen Goldschatz im Wert von 600.000 Euro bekam der Falkenhainer Pfarrer Klaus-Peter Schmidt von CDU-Landtagsabgeordneten Kai Ritter überreicht. Dieser macht nun die Sanierung der seit 2017 sicherheitshalber geschlossenen Kirche möglich. Ein gesundheitsschädliches Holzschutzmittel, welches zu DDR-Zeiten genutzt wurde, Hylotox 59, macht das Gotteshaus unbenutzbar. Das Holzschutzmittel entweicht auch nach Jahren, ein seltsamer Geruch führte zu Nachforschungen. Vor allem der Altarbereich, die Orgel, der Dachstuhl sowie die Fußböden sind davon betroffen. Das Geld stammt aus DDR-Altvermögen. 40 Millionen Euro stehen dem Freistaat gesamt zur Verfügung. Wir als Abgeordnete des Sächsischen Landtages konnten Projekte aus unseren Wahlkreisen dort mit reinbringen auf diese Liste. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn man 43 Abgeordnete alleine aus der CDU-Fraktion hat, ist die Wunschliste riesengroß. Und ich bin den Kollegen meiner Fraktion bzw. den meiner Leipziger Runde, das sind Kollegen aus der Stadt Leipzig, hier aus dem Landkreis, unsere vier Abgeordneten und aus Nordsachsen, die haben alle gesagt, wir finden es gut, dass diese Kirche in Falkenhain wieder ihre richtigen Bestimmungen übergeben wird, dass sie also nicht nur außen schön ist, sondern auch innen wieder Gottesdienste stattfinden können. Und wir unterstützen die Sache und da sind also 600.000 Euro dafür vorgesehen. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, dass wir uns heute hier getroffen haben. Die Kirche als Institution wird gebraucht, gerade in den heutigen Zeiten. Als Ort der Begegnung, als Hoffnungsspender. Der Falkenhainer Pfarrer zeigte sich sehr erfreut über diese Unterstützung. Ein überwältigendes Gefühl, weil zum einen ich damit nicht gerechnet habe. Und jetzt bin ich einfach froh und dankbar, dass mit der Kirche in Falkenhain, dass es dann vorwärts geht und da ist irgendwo auch ein Stück Licht am Ende des Tunnels. Ein leerstehendes Haus verliert mit jedem Tag Leben. Gerade in Falkenhain ist die Bedeutung des Ortes groß. Erst kürzlich wurde auch die Trauerhalle durch die Gemeinde saniert. Die Kirche wird hier als ein ganz wichtiger Ort wahrgenommen als Zentrum des Ortes Falkenhain. Für die junge Gemeinde ist es ein Treffpunkt, ein Zentrum. Und für die Leute ist es hier ganz wichtig, dass die Kirche hier in Falkenhain ist und dass sie die auch benutzen können. Neben dem Pfarrer zeigen sich auch Superintendent Dr. Jochen Kinder und Oberkirchenrat Christoph Seele sehr dankbar über die unerwartete und großzügige Unterstützung. Ohne diese Initiative wäre die Sanierung nicht möglich gewesen. Die weiteren Schritte sind bereits geplant. Als erstes die Dekontaminierung der Kirche. Das heißt also, es muss in einem speziellen Waschverfahren müssen die Giftstoffe rausgetragen oder rausgemacht werden. Es soll eine Zwangsentlüftung eingebaut werden. Das heißt also, dass also die komplette Raumluft ausgetauscht werden kann. Und dann müssen wir sehen, ob wir in dem Zuge auch noch eine Insanierung durchführen können. Der Goldschatz soll bis zum Gottesdienst zur Wiedereröffnung der Kirche aufbewahrt werden. Er ist noch bis Herbst 2022 haltbar. Ein sportliches Ziel, vermutlich wird es auch eher die Christvesper, welches aber mit dieser Unterstützung nun in Angriff genommen werden kann.